Jo, das scheint zu funktionieren. Das funktioniert nicht. So. So, also da haben wir es drin. Jetzt schaue ich noch mal kurz, ob ihr hier auch noch alles sehen könnt. Ja, so müsste das klappen. Okay. Andreas, jetzt ist gut. Okay, alles klar. Was ich jetzt gerade nicht hinkriege, ist den Disclaimer hier reinzubringen. Von daher sage ich es einmal ganz kurz. Das, was wir hier machen heute, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ist bitte. Ach so, jetzt muss ich hier auch noch live gehen. So, jetzt sollte alles klappen. Also alles, was wir hier heute machen, dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen und auch auf gar keinen Fall wie als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Ja. Wir werden das hier machen wie immer. Ich werde einmal kurz durch den Newsletter durchgehen, der heute auch schon rausgeschickt ist. So. Okay, ja, einmal kurz durch den Newsletter gehen, der wie gesagt schon rausgeschickt ist. Dann werden wir ein bisschen gucken, wie die Charts so sind. Und ich denke, ich werde, wenn wir hier mit dem Überblick durch sind, direkt in die Handelsplattform gehen. Ich habe ein paar Fragen gekriegt per Mail. Was ich da am interessantesten finde, ist, war die Frage, ob ich nicht mal eingehen kann auf die Relation zwischen Gold und dem US-Dollar, also dem Dollar-Index und dann entsprechend auch Gold und dem Euro-Future und Gold und dem japanischen Yen-Future, wie das da aussieht. Das ist ein hochinteressantes Thema, das ist aber wahrscheinlich jetzt hier zu umfangreich, um das heute hier mit unterzubringen. Ich würde das gerne auf den Montag kommender Woche packen, wo wir ja sowieso immer die Live-Marktanalysen haben. Also Montag, nicht kommende Woche, sondern Montag in einer Woche ist der nächste Termin da. Wir hatten ja diese Woche Montag ein Webinar und das würde ich gerne damit reinnehmen. Das heißt, am Montag in einer Woche schauen wir uns mal ein bisschen so die Relationen an von Gold zu den verschiedenen anderen Märkten und schauen mal, ob man da irgendwie für mittelfristige Strategien was draus machen kann. Das ist hochinteressant, sich das anzugucken. Und es macht auch durchaus Sinn, Gold mal in der Korrelation mit anderen Märkten zu betrachten. Okay. Dann, ja, ich würde sagen, dann starten wir erstmal und dann gehen wir im Anschluss gleich auf die Plattform rüber. So. Also was fällt hier auf? Ja, extrem wenig Bewegung in den Währungen. Ja, wir sehen hier einen Dollarindex mit 0,6% über die Woche im Gewinn. Entsprechend gemischt ist das Bild hier bei den einzelnen Währungen. Ja, British Pfund relativ schwach, auch der Euro relativ schwach, der Schweizer Franken relativ schwach. Und die Rohstoffwährungen, die gewinnen hier dazu. Ja, kanadischer Dollar, australischer Dollar. Warum? Naja, wir haben eine ordentliche Korrektur gesehen im Ölpreis. Ja, der ganze Energiesektor hat sich kräftig nach oben bewegt. Und dann sind es natürlich typischerweise die Rohstoffwährungen, kanadischer Dollar und australischer Dollar, die hier profitieren können. Neuseeländischer genauso, aber den haben wir ja hier nicht auf der Liste mit drauf. Also das ist das, was hier im Moment die Währungskurse treibt, ja, der Energiesektor. Und dann haben wir hier 3,8% Zugewinn im mexikanischen Peso. Und das ist die ganzen letzten Wochen schon so, dass der Peso sehr extrem am Aktienmarkt hängt. Ja, das heißt, wenn wir einen gut laufenden Aktienmarkt haben, der sich stark entwickelt, dann entwickelt sich auch der mexikanische Peso sehr stark. Umgekehrt, bei einem Aktienmarkt, der zusammenbricht, bricht auch der Peso zusammen. Ja, also das sind so ein bisschen die Hintergründe, die im Moment hier die Währungsmärkte bewegen.
Wir sehen das bei den Indizes hier gleich in der nächsten Zeile. Ordentlich grün alles. Ja, S&P 4% vorne über die Woche, Dow Jones 3% und der Nasdaq 6%, genauso wie der Russell, also die kleineren Werte. Aber besonders interessant finde ich hier tatsächlich den Nasdaq. Ja, wenn wir uns das anschauen, seit Januar 2020 sind wir jetzt hier wieder vorne. Das heißt, der Nasdaq ist der einzige Index, der Year-to-Date hier eine positive Performance generieren kann, trotz aller Abverkäufe, die wir gesehen haben. Und das spricht eben ganz klar weiter für diese extreme Outperformance des Technologiesektors. Ja, man sieht es ja auch auf Wochensicht, haben wir es ja immer drin, über die letzten 52 Wochen. Da ist der S&P gerade mal Break-Even. Alle anderen Indizes, die wir hier drauf haben, sind über 52 Wochen im Minus. Und der Nasdaq notiert 20% vorne. Ja, also Nasdaq ist das, was hier im Moment die Kurse macht. Natürlich auch die ganzen Tech-Werte, die relativ stark gewichtet sind im S&P 500. Ja, die ziehen halt auch da mit. Und dann hatten wir ja eben in den letzten Wochen auch den Gesundheitssektor noch, der hier deutlich aufholen konnte, der gut gelaufen ist. Also das sind die beiden Sektoren, die im Moment hier dominieren. Wenn man also plant, irgendwo Long-Positionen im Moment aufzubauen. Wenn man Index traden möchte, sollte man das im Bereich Nasdaq machen. Wenn man Aktien, Einzelaktien traden möchte, dann sollte man auf jeden Fall im Moment einen Blick werfen auf den Tech- und auf den Healthcare-Sektor. Ja. Typischerweise, wenn die Aktienmärkte gut performt haben, dann sind wir hier bei den Treasuries und im Bund auf der Negativseite zu finden. Ja, hier sind also fallende Kurse zu vermelden gewesen in der letzten Woche. Gemischtes Bild bei den Edelmetallen. Gold hält sich hier so plus minus null. Hat natürlich jetzt bei einer Woche, wo die Indizes zwischen 3% und 6% gemacht haben, hat Gold natürlich so ein bisschen diesen sicheren Hafenstatus hier verloren. Und daher kommen sicherlich auch einige der Verkäufe, die hier noch über die Woche aufgekommen sind. Silber relativ stark, ja, 4,7% im Plus. Silber ist der Markt, der deutliches Aufholpotenzial hat, ja, im Verhältnis zu Gold. Sehen wir auf Jahressicht Gold 12% vorne, Silber 11% hinten. Wir hatten ja im letzten Jahr auch schon ein paar Mal einen Blick geworfen auf dieses Gold-Silver-Ratio. Das ist sehr, sehr extrem im Moment. Das heißt, Silber ist im Vergleich zu Gold historisch niedrig bewertet. Typischerweise gleicht sich das Ganze im Laufe der Zeit irgendwann wieder an und vielleicht ist es jetzt so weit gekommen, wenn die Aktienmärkte hier weiter stark performen können. Vielleicht ist es dann so weit gekommen jetzt, dass Silber in der Situation ist, zum Gold auch mal wieder ein bisschen aufzuholen. Ja, Kupfer, ganz typisch für steigende Aktienmärkte, Kupferpreis oben. Ja, Kupfer ist ein Industriemetall, was stark an der wirtschaftlichen Entwicklung hängt. Und wenn es in den Aktienmärkten gut läuft, dann läuft es meistens im Kupfer auch ganz gut. So, dann sind wir hier jetzt bei den Energiemärkten, von denen wir gerade schon gesagt haben, deutliche Korrekturen. Ja, Öl hier mit 16% vorne, Heizöl mit 12%, Benzin mit 25% vorne. Dicke, dicke grüne Woche in den Energiemärkten. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ihr seht das ja auch, ich habe in der letzten Woche hier schon auf einen Juli-Kontrakt gerollt im Öl. Da ist es tatsächlich auch so, dass inzwischen das Volumen im Juli-Kontrakt doppelt so hoch ist wie das Volumen im Juni-Kontrakt. Das ist normalerweise nicht so Anfang Mai. Aber das zeigt, dass die Anleger hier doch gelernt haben aus dem, was im letzten Monat passiert ist, wo wir negative Ölpreise im Future hatten. Und um das zu vermeiden, scheinen doch viele große Marktteilnehmer jetzt schon deutlich früher zu rollen. Und daher war das die richtige Entscheidung, hier in der letzten Woche auf jeden Fall schon auf den Juli-Kontrakt zu wechseln. In dieser Woche ist es schon der deutlich voluminösere Kontrakt, sage ich mal. Ja, also das Volumen ist locker doppelt so hoch wie das, was im Juni-Kontrakt momentan gehandelt wird. Heizöl werfen wir nachher auch noch einen Blick drauf. Da gab es ja in der letzten Woche ein Commitments of Traders
Long-Signal über das Masterclass-Addon. Da kam auch noch eine Frage dazu, wie man das denn bewerten sollte in der aktuellen Energiephase, also in dem, wie sich der Rohölmarkt momentan verhält. Das gucken wir uns dann gleich auf dem Agena Trader nochmal an und dann werden wir da auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, Agrarrohstoffe konnten sich ganz gut behaupten in der letzten Woche. Sojabohnenöl hier 26,50, da bin ich tatsächlich ziemlich auf den Tick genau nochmal aus meiner Long-Position rausgeholt worden jetzt in der Woche. Da bin ich also wieder flat und Bewegung sieht aber so aus, als wenn sie noch weiter laufen will. Finde ich also nach wie vor ganz interessant. Sojabohnenöl. Mais versucht so ein bisschen einen Boden zu bilden. Hat leicht zulegen können. Ja, ist so ziemlich der schwächste Markt in den Grains. Wir sehen es hier auf dem Jahresverlauf. Ne, aber hier 18% hinten. Auf 52 Wochen immer noch 8,7% hinten. Das sieht alles nicht so positiv aus, aber hier könnte sich vielleicht jetzt so ein mittelfristiger Trendwechsel mal andeuten, so langsam. Commitments of Traders sind sehr, sehr positiv im Moment für Corn. Also den sollte man in der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen genauer auf der Uhr haben. Coffee konnte sich ein bisschen erholen. Da hatten wir ja mit einer Short-Position, die wir aufgebaut hatten, hier mit einem deutlichen Preisverfall gerechnet. Das ist auch so gekommen. Wir sind bis zum Zielbereich gelaufen und jetzt im Moment läuft hier ein Retracement. Muss man abwarten, wie sich das hier weiter verhält. Kakao immer noch relativ richtungslos. Ja, hat sich die Woche kaum bewegt. Zucker verliert wieder. Na, Zucker hatten wir in der letzten Woche ja gesagt, könnte eventuell eine Bodenbildung versuchen. Die aus dem Masterclass-Addon das kurzfristige Signal gehandelt haben, die sind entweder im Profit-Bereich raus oder sind jetzt eben Break-Even rausgeflogen. Muss man jetzt auch abwarten. Sieht im Moment so aus, als wenn sich die Trends da nochmal ein Stückchen weiter nach unten fortsetzen wollen. Und saisonal könnte das auch noch ein, zwei Wochen schwach bleiben, bevor wir dann doch irgendwann wieder stärker werden sollten. Ja. Okay. Ja, wir gucken einfach mal hier im Gold. Da brauchen wir jetzt noch nicht in die Plattform. Das können wir alles noch hier an der Datei machen, die ihr auch geschickt gekriegt habt. Also Gold. Ich schaue mal kurz, ob ich hier mein Zeichentool reinkriege. Nee. Das funktioniert jetzt hier auch nicht so ganz. Da muss ich mal ganz kurz in die Einstellungen, dass ich hier dann auch auf dem richtigen Chart zeichnen kann. Also Einstellungen. So, okay. So, jetzt sollte das funktionieren. Also, wie sieht das Ganze hier aus? Gold, ja, langfristig sehen wir ganz klar hier den Aufwärtstrend. Wir sind hier von Anfang des Jahres so aus dem Bereich 1250, 1300 Dollar gekommen, stehen im Moment bei 1700. Da werde ich auch nachher mal bei Facebook noch mal etwas verlinken. Und zwar habe ich im Januar, Februar 19 eine Marktanalyse für Gold veröffentlicht, eine langfristige mit einem Kursziel von 1800. Das werde ich nachher nochmal verlinken, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt, wie diese langfristigen ja, Zielfindungen für Kursziele aussehen, wonach man da suchen kann und was da die Level sind, an denen man sich orientieren kann. Ja, weil wir haben jetzt ziemlich genau dieses Kursziel getroffen vor 4 Wochen bei 1800. Seitdem kämpft der Markt auch. Und das ist eben kein Zufall. Ja, das war tatsächlich so, dass man vor 1,5, 2 Jahren dieses Kursziel 1800 schon ganz klar im Blick hatte. Das ist erreicht worden und ich bin sicherlich nicht der Einzige,
der irgendwie vernünftig Charts lesen kann. Und gerade die Anleger, die ein bisschen längerfristig orientiert sind, die schauen natürlich immer nach dem großen Bild. Und von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass wir im Moment hier bei dem Bereich 1800 nicht so wirklich gut weiterkommen. Für die kurzfristige Zeitebene sieht das Ganze jetzt so aus, dass wir hier in so eine Art Wimpel reinlaufen auf dem Wochenchart. Dieser Wimpel auf dem Wochenchart, den können wir uns hier auch auf dem Tageschart anschauen. Da ist das Ganze eher wie so ein Dreieck ausgeformt. Ja, so sieht das hier im Moment aus. Und was hier jetzt auffällig ist, ist, dass wir vor 3 Wochen im Wochenchart hier ein Outside-Bar hatten. Ja, das hier ist das Wochentief gewesen und hier oben liegt das Wochenhoch. Und dann haben wir in der letzten Woche ein Inside-Bar gesehen. Und jetzt diese abgeschlossene Handelswoche ist wieder ein Inside-Bar, sogar innerhalb des Inside-Bars der Vorwoche. Das spricht dafür, dass sich hier irgendetwas aufbaut. Ja, wir sehen, wie die Amplitude hier, die Trading-Amplitude, die Range immer enger zusammenläuft. Das ist halt ganz typisch für ein Dreieck. Wir kommen von unten, ja, wenn wir uns das hier anschauen, wir kommen von dem Bereich 1450 Dollar, sind hier nach oben gelaufen, haben jetzt dann hier diese Dreieckskonstellation und wir wissen einfach aus der Vergangenheit, dass die Wahrscheinlichkeit bei so einem sauberen Dreieck, ja, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Berührungspunkte, 6 Berührungspunkte schon gleich. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben deutlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach unten. Ich möchte diesen Ausbruch nach unten aufgrund dieses 1800er Levels, an dem wir hier hängen geblieben sind, ja, möchte ich das nicht ausschließen. Also es könnte durchaus sein, dass wir nach unten gehen und dann hier vielleicht nochmal diesen Bereich so um 1600 Dollar testen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben ist etwas höher. Wenn dieser Ausbruch nach oben kommt, ist das, was hier für mich immer noch ausschlaggebend und interessant ist, ja, diese SKS-Formation, die hier im Markt drin ist. Darüber können wir jetzt hier nämlich versuchen, das nächste größere Kursziel irgendwie zu ermitteln. Ja, wir haben hier eine Differenz von 1700 Dollar bis 1450, das sind also 250 Dollar. Diese 250 Dollar an das 1700er Level oben nochmal rangesetzt, dann würden wir auf 1950 Dollar im nächsten Kurszielbereich kommen. Ja, das wäre dann hier oben irgendwo. Das wäre also im Prinzip die Höhe von der SKS-Formation einfach ans Ausbruchslevel nochmal drangelegt. Und dieses ganze Szenario ist auch tatsächlich erst dann hinfällig, wenn wir unter dieses Tief hier gehen sollten. Da ist also ordentlich Luft. Von daher wäre es sogar möglich, hier die 1600 nochmal zu testen und dann tatsächlich wieder nach oben wegzurauschen. Ja. Werden wir aber sehen. Ich denke, wir haben eine ganz gute Chance, dass sich die kurzfristige Richtung innerhalb der nächsten Woche hier entscheidet. Ja, ob der Markt hier einfach weiter runter geht und dieses Support-Level, dieses wichtige Support-Level, was hier so bis 1670 ungefähr sich bewegt, bricht. Wenn wir das brechen, haben wir gute Chancen, eben diesen nächsten Kaufbereich hier dann anzulaufen. Den kann ich noch mal kurz einzeichnen. Der Kaufbereich ist dieser hier. Ja, dass wir diesen Bereich noch mal anlaufen. Das wäre so das absolute Maximum, was möglich wäre, ohne jetzt direkt komplett das Kursziel aus der SKS aus dem Markt zu nehmen. Ja, das braucht hier schon fast ein bisschen lange. Also ein Ausbruch nach unten wäre echt nicht gut für die Situation. Aber wenn das Ganze nach oben wegläuft, dann bleibt dieses Szenario für mich hier zumindest erstmal bestehen. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Okay, also man sieht anscheinend jetzt über Traders Yard nicht mehr die Zeichnungen, die ich hier reinpacke. Also ich kann mal kurz sagen, wo das Problem ist. Ich habe mir hier so einen großen 49 Zoll Super Wide Monitor geholt und der ist natürlich bei mir hier als ein Monitor angeschlossen, damit ich meinen Agena Trader dann auch über die komplette Breite ziehen kann.
Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich im Agena Trader mir jetzt nur aussuchen kann, ob ich den Agena Trader selber übertrage oder eins der anderen Fenster. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal so machen. Ich werde mal das hier wegnehmen und gehe im Agena Trader mal auf eine neue Einstellung. Werde hier mal so meinen Chart an sich freigeben. Jetzt sollte zumindest der Agena Trader sichtbar sein. Ich gucke noch mal kurz, was ja auf Facebook ist, das auch so. Okay. Dann werden wir das Ganze uns jetzt lieber hier direkt über die Plattform anschauen. Dann gehen wir jetzt nicht mehr in den Newsletter rein, sondern schauen uns das Ganze hier direkt über die Plattform an. So. Okay. Also hier haben wir das Ganze nochmal. Das hier ist das Dreieck im Wochenchart. Ja, das hier ist dieses kleine Dreieck im Wochenchart. Und ich gehe jetzt hier nochmal auf die größere Darstellung im Tageschart und werde das hier nochmal zeigen. Hier sieht das Ganze also folgendermaßen aus. So, das hier ist unsere momentane Dreieckskonstellation. Wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Supportbereich. Ja, der zieht sich jetzt inzwischen hier auch noch ein bisschen weiter runter. Im Prinzip hier bis zu diesem Tief hier bei 16,70. Das ist also hier der große Supportbereich, der im Moment im Gold hier immer wieder interessant ist. Sollten wir hier einen Ausbruch nach unten sehen, haben wir eine Möglichkeit oder eine Chance hier in dieses Kauflevel reinzulaufen. Ja, so knapp unter 1600 Dollar. Und die SKS, die kann ich hier auch noch mal kurz einzeichnen. Okay, das funktioniert ja super hier. Wo haben wir denn hier den Text? Hier, Textobjekt. Zack. So. Ja, also das ist das, was hier für mich im Gold interessant ist. Diese SKS, die ist eben so lange gültig, bis wir hier unter die 15,75 laufen würden. Ich würde das nicht gerne sehen, weil wir uns relativ lange jetzt hier schon bewegen. Das Idealszenario wäre tatsächlich hier der Ausbruch nach oben. Und dann wäre der Weg frei, haben wir ja gerade gesehen, so bis 19,50. Aber ihr seht auch, ich kriege für meine COT-Strategien im Moment hier bei Gold keine Setups. Ja. Dem Seminar waren Wissen, warum ich das eher auf dem Tageschart mir anschaue und weniger auf dem Wochenchart handle. Ja, da haben wir hier zwei schöne Setups gehabt. Das erste hier ist nicht getriggert worden Mitte März und das zweite hier, was Ende März gekommen ist, ist sehr, sehr schön getriggert worden direkt am nächsten Tag und hat hier einen Mörder-Move hingelegt bis zu den Hochs. Ja, das war im Prinzip hier momentan bis jetzt so ziemlich der Trade des Jahres. Da sind hier ja, 1700 Dollar locker möglich gewesen pro Kontrakt.
Ich glaube, das ist hier sogar 17.000, ja, nicht 1.700, 17.000. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Dann hätte ich ja eine zehnfache Größe gehandelt. Ja, super, prima, Mario. Freut mich extrem, dass du das gehandelt hast. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Aber dafür warst du ja auch im Seminar. Okay. Also ist der Mario das perfekte Beispiel dafür, mit einem Trade das Seminar bezahlt. Gut, genug der Werbung. Schauen wir uns den nächsten Markt an. Das wäre Öl. Das ist ja immer das nächste, was bei uns hier auf der Liste ist. So, einmal in den Überblick bei Öl. Ja, da sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir hatten hier vom Weekly Chart das Short-Signal für den großen Abverkauf und seitdem warten wir jetzt hier auf einen Einstieg im Wochenchart. Ja. So, wir sehen, wir sind hier, als wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, dass wir hier eine wichtige Trendlinie haben. Ja, sehen wir, dass wir beim Durchbruch durch die Trendlinie hier in eine kurzfristige Negativausrichtung der Commercials gegangen sind. Von daher hatten wir uns das Ganze ja auch angeschaut und hatten gesagt, wenn wir hier runterkommen, dann haben wir den Zielbereich nochmal so ungefähr 15 Dollar. Ja, das ist nicht ganz erreicht worden. Wir sind hier so bis 17 gelaufen. Aber wir sehen, dass wir mit den Commitments of Traders hier wieder eine schöne Bestätigung für den Ausbruch aus dieser, durch diese Trendlinie gekriegt haben. Das war hier der letzte große Abverkauf. Seitdem sind wir hier jetzt 2 Wochen in der Korrektur. Ganz wichtig zu wissen ist, ich bin jetzt hier im Moment, ich mache es gerade mal auf, ja, ich bin jetzt hier im Moment im Front Month. Das heißt, wir sehen hier jetzt nur den Kursverlauf vom Juli-Kontrakt. Ja, das ist also der Kontrakt, in den ich hier relativ früh diesmal schon gerollt habe. Das ist der Verlauf, der ist hier bis 17 Dollar ungefähr runtergekommen und ist jetzt eine ganze Ecke wieder gestiegen. Von 17 hier bis auf 27,80. Ja, das sind immerhin ja, 60% Kursbewegung, wenn wir uns das anschauen. Ja, vom Tief sind wir hier tatsächlich über 60% schon gestiegen. Ich warne aber davor, jetzt irgendwie hier davon auszugehen, dass diese große Abverkaufsbewegung vorbei ist. Ich habe mich durchaus hier, als wir ganz unten waren, schon in einem ETF auf der Long-Seite positioniert. Habe aber das Ziel, den noch eine ganze Ecke länger laufen zu lassen. Ich denke, wir könnten uns hier zumindest im Future wieder so im Bereich 40, 42 irgendwo einpendeln. Ja, wenn wir hier mal auf den Wochenchart gehen, 40, 42, na, das ist immer noch unter diesen ganzen letzten Tiefs, die wir hier im Juli-Kontrakt drin haben. Das wäre hier quasi gerade mal so Gap Close und das ist so das langfristige Korrekturziel, was ich jetzt hier für Öl habe. Aber ich habe es jetzt ja auch schon oft genug gesagt, ich wäre echt vorsichtig, je dichter der Verfall vom Juni-Kontrakt kommt, zeitlich, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch nochmal eine ganz kräftige Vola hier sehen und auch nochmal kurzfristig Riesenkursschwankungen sehen werden. Weil es ist einfach eine Tatsache, dass die Lager in Cushing in Oklahoma nach wie vor voll sind. Da gibt es in der nächsten Woche wieder die nächsten Zahlen. Das wird entscheidend sein dafür, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, wenn die Lager brechend voll bleiben und einfach immer noch keine Nachfrage aufgekommen ist, dann haben alle die, die im Juni-Kontrakt noch auf der Long-Seite drin sind, einfach ein Problem. Ja, wenn sie die Lieferung nicht annehmen können. Ja. Und von daher wäre ich hier im Öl echt vorsichtig. Ja, kurzfristig sieht das Ganze so aus, dass wir hier im Tageschart in dieser Korrekturbewegung drin sind. Bei mir hat es gerade geklingelt. Hey Zwerg,
So, dass wir hier kurzfristig in dieser Korrekturbewegung drin sind. Und das, was hier interessant ist, ist jetzt im Moment dieser Korrektur-Trendkanal. Und wenn der jetzt hier nach unten verlassen wird, das heißt, wenn wir in der nächsten Woche unter die Tiefs vom Donnerstag gehen, dann kann es ganz schnell gehen, dass wir tatsächlich auch nochmal hier in diesen Bereich 18 bis 20 Dollar fallen. Ja, und das ist das, was man einfach jetzt auf der Uhr haben muss. Das heißt, wenn man versucht, hier die Korrektur zu traden und irgendwie kurzfristig von steigenden Kursen ausgeht, dann sollte man seine Positionen hier auf jeden Fall eng absichern. Ja, wir haben gesehen beim letzten Verfall, was da passieren kann, wenn man das nicht tut. Okay, gehen wir eins weiter zum S&P 500. Okay, S&P 500. Wie sieht das Ganze hier aus? Schauen wir mal zuerst auf den Wochenchart. Ja, im Wochenchart sehen wir hier ganz schön diese Trendlinie. Die ist hier gebrochen worden. Ja, und wir haben uns auch einige Wochen darunter aufgehalten. Und dieser Bereich, wo wir den endgültigen Boden gefunden haben, so wie es zumindest im Moment aussieht, dass es tatsächlich hier der endgültige Boden war, ist ein ganz wichtiger Bereich. Ja, und zwar ist das der Bereich dieser Hochs hier aus Mai 15 und dieser Hochs aus August 16. Ja, das ist ein großer, ganz, ganz wichtiger Unterstützungsbereich. Ja, dieses Hoch und dieses Hoch. Und wenn wir uns den Verlauf hier anschauen, die Swings, die der Markt hier gemacht hat, ich zeichne die gerade mal hier ein. Ja, diese letzten etwas größeren Swings, dann ist das, was hier extrem auffällig ist, diese Bewegung. Ja, diese ganze Bewegung, die hier gelaufen ist, von ungefähr 2000 Punkten bis fast rauf auf 3000 Punkte im S&P, eine 50% Kursbewegung fast, die ist ohne größeren Rücksetzer gelaufen. Ja, und wenn ihr euch mit meinem Handelsansatz und mit meinen Analysen schon ein bisschen beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass ich viel darauf achte, dass wichtige alte Bereiche getestet werden. Und das war zuerst mal dieser Bereich, wo wir uns viele, viele Wochen hier mehr oder weniger seitwärts geschoben haben, wo der Markt zwei Anläufe gebraucht hat, um durchzukommen. Dieser Bereich ist hier überhaupt nicht mehr richtig getestet worden. Und der Test von dem Bereich ist dann hier gelaufen. Ja, da sind wir bis an diese untere Begrenzung von der Kaufzone gegangen und haben dann hier die nächste große dynamische Bewegung gesehen. Und das Zweite, was eben überhaupt nicht getestet worden ist, ist der Bereich dieses Hochs hier, ja, der hier drüben. Das ist nicht getestet worden. Na, und wenn wir uns den weiteren Verlauf hier anschauen, der Swings, ja, dann haben wir hier eine Korrektur gesehen, die ging so fast bis auf dieses Hoch hier. Das ist aber alles nicht wichtig, weil eben, wenn wir uns die Swings angucken, sehen wir, dass die Bewegung fast komplett ohne Retracement gelaufen ist. Das heißt, es sind nur diese Seitwärtsbereiche, die hier wichtig sind und dann eben wieder das letzte Hoch, ja, das letzte Sequenzhoch. So, wir haben jetzt hier einmal den Seitwärtsbereich getestet, dann haben wir uns hier so ein bisschen range-mäßig weiter nach oben geschoben. Das war sehr, sehr schwierig zu traden, dieser ganze Bereich, und was sich dann hier entwickelt hat, war so ein Dreieck, ja. Und dann haben wir im Prinzip hier die Höhe des Dreiecks nochmal als Ziel gehabt bei dem Ausbruch, der dann hier gelaufen ist. Wir sind ein bisschen weiter noch gegangen, ne? Aber dann kam jetzt hier im Prinzip in einer Welle diese Korrektur auf das letzte Hoch. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir eben auch wieder komplett ohne Korrektur im großen Bild nach oben schieben. Ne? Das heißt, wenn es jetzt eine Korrektur gibt oder eine geben sollte demnächst,
hätte die eine gute Chance, vielleicht nochmal diese Trendlinie zu testen. Ja, das ist hier auch nochmal dann der große Kaufbereich, der geht von hier bis hier. Ja, also in diesen Kaufbereich nochmal reinzugehen, die Trendlinie hier zu testen und sich dann nach oben weiterzuentwickeln. Ja, das wäre so der mittelfristige Fahrplan, den ich hier irgendwo anstreben würde. Auf dem Tageschart sieht das Ganze im Moment noch ein bisschen anders aus. Auf dem Tageschart sehen wir einfach, wie extrem sauber dieser Trend hier läuft. Na, wenn wir uns die Sequenzen hier anschauen, die der Markt gemacht hat, dann haben wir hier angefangen, sind hier hochgelaufen, Retracement, haben hier das nächste gesehen, Retracement bis knapp an die alten Hochs, also eigentlich ganz okay. Dann haben wir hier ein bisschen früher wieder abverkauft, haben daher auch eine etwas größere Korrektur gesehen, die tiefer gegangen ist als das letzte Hoch. Und jetzt scheint es so, als dass wir hier in dieser nächsten Aufwärtsbewegung drin sind. Und da wartet erst hier bei 3000 Punkten ungefähr so der nächste Widerstand. Ja, das wird jetzt ein bisschen härter, dieses Level hier oben, weil wir zum einen die 3000 Punkte Marke haben, zum anderen haben wir diese alte Trendlinie, die jetzt dann hier von unten getestet wird. Ja, das ist so ein Clusterbereich, wenn wir da hinlaufen. Das wird nicht ganz einfach werden, aber Potenzial besteht zumindest erstmal hier so bis in den Bereich 3120, 3130 ungefähr, bis zu diesem alten Hoch hier. Okay, wir gucken uns gleich nochmal den... Ach ja, da... Ich hab's schon wieder vergessen, dass die Zeichnung ja hier nicht so. Ich habe das Zeichentool jetzt mal ausgemacht, das heißt, wir zeichnen jetzt hier nur noch über einen Agena Trader. So. Ja, also das hier, die letzte Sequenz. Ja, und das sieht so aus, als wenn wir jetzt hier oben diesen Bereich testen wollen. Wie gesagt, der Nasdaq, der deutlich stärkere Markt, da gucken wir auch gleich nochmal auf den Chart. Wenn man jetzt also hier irgendwas kaufen möchte, dann bietet sich da meiner Meinung nach momentan der Nasdaq an. Okay, gucken wir in den Dollarindex als nächstes. Das ist ja immer das, was bei uns auf der Uhr ist. Ja, da sehen wir hier schon genau, was das Problem ist. Wir pendeln hier hin und her zwischen Support und Resistance auf dem Tageschart. Im Wochenchart sieht das Ganze so aus. Da haben wir hier die große Range. So. Da haben wir hier die große Range. Die zeichne ich einmal an. Die läuft hier. Ja, ich mache es jetzt mal so, wie es im Newsletter ist. So. Ja, das ist die große Range, in der wir uns bewegen und ich befürchte, das ist auch die Range, in der wir uns die nächsten Monate hier noch aufhalten werden. Janet, S&P gucken wir gleich nochmal rein. Ja, dann zeige ich das nochmal. Okay. So, das ist die große Range, die hier bestimmt wird durch diese beiden Wochenkerzen aus Mitte März. Ja, zwei Wochenkerzen bestimmen jetzt hier schon seit zwei Monaten eigentlich die Range, in der wir uns befinden. Die hat sich jetzt hier auch nochmal deutlich verkleinert. Ich zeichne die kleinere hier auch nochmal ein. Ja, und so, das ist also hier jetzt auch nochmal die deutlich kleinere Range, in der wir uns momentan hier aufhalten. Das ist im Prinzip die vierte Woche, die hier dran hängt, da sind wir noch nicht deutlich drüber gegangen, über die 101. Und nach unten sind wir hier also bei der 98,50 begrenzt. Also auf Wochensicht ist hier nicht wirklich was zu tun. Das ist alles arg seitwärts gerichtet. Im Tageschart sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben wir gerade gesagt, die großen Level sind diese beiden hier.
Wenn wir uns die kleineren da noch anschauen, dann ist das eben, sind es diese beiden Tiefs und diese beiden Hochs hier oben, die im Moment die Range bestimmen. Und ja, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich zeichne die auch gerade noch mal ein. So, zack, Rechteck, also ja, die kleine Range ist diese hier. Im Prinzip ist es jetzt so, solange wir uns hier drin aufhalten, gibt es eigentlich nicht viel zu tun. Ja, wenn man gerne was traden möchte, kann man das machen, indem man sich hier das Dreieck anschaut, dieses kleine. Na, und wenn wir irgendwie jetzt hier aus diesem Dreieck ausbrechen, wenn das noch eine Weile dauert, dann entfernt sich die Linie hier noch weiter nach oben oder schiebt sich noch weiter nach oben. Das wäre so die einzige Variante, aber nach unten würde ich das Ganze hier eigentlich auch nicht gerne traden wollen, weil direkt der große Unterstützungsbereich hier liegt. Ich bin auch fundamental für den Dollar immer noch long gerichtet. Ja, ich würde wahrscheinlich eher versuchen, hier auf dem 99er Level irgendwo im Support wieder long zu gehen und zu versuchen, hier Richtung 100, 101 nochmal die Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Ja. Okay, aber es ist kein Markt, in dem man jetzt unbedingt traden muss. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Trades der Woche. Oder zu den Trading-Chancen der Woche, würde ich viel eher sagen. Da hatten wir ja in der letzten Woche schon den japanischen Yen auf der Uhr. Ja, genau, Mario, Dollar-Index eher Range-Handel. Und dann aber Range-Handel am besten in die Trendrichtung. Und die Trendrichtung haben wir ja gesehen, gerade auf dem Wochenchart vom Dollar-Index, ist aufwärts gerichtet. Und das würde dann für einen Range-Handel bedeuten, untere Bereich der Range kaufen und obere Bereich der Range verkaufen. Ja. Okay. So. Wie gesagt, japanischer Yen, ja, war für uns jetzt ganz interessant. Immer wieder über die letzten Monate, über das gesamte Jahr bisher sind die Signale hier extrem gut gelaufen. Wir haben hier ein Short-Setup gehabt, ja. Das hat sich gut nach unten wegbewegt. Das war noch direkt zu Anfang des Jahres. Dann hatten wir hier ein Long Setup. Da haben sich die Märkte sehr sauber nach oben bewegt. Dann hatten wir hier ein Long Setup. Extrem guter Move. Und auch von diesem Short Setup hier extrem guter Move wieder nach unten. Ja, jetzt waren wir so ein bisschen richtungslos eine ganze Weile. Haben hier zumindest über das Masterclass Add-on auf dem Daily Chart keine neuen Signale gekriegt und in der letzten Woche hatte ich dann den Yen hier drin an dem Freitag, das war hier der 1. Mai, also am 2. Mai im Newsletter hatten wir den hier als Short Setup, aber wohlgemerkt mit dem Hinweis, dass das Ganze interessant wird, wenn wir unter dieses Donnerstagstief gehen. Ja, wenn wir also in dieser Woche unter das Donnerstagstief gehen, hier unten drunter. Das ist nicht passiert. Von daher ist dieses Handelssignal hier einfach verfallen. Ja, das wird jetzt nicht mehr weiter beachtet. Interessant ist jetzt das, was diesen Donnerstag wieder entstanden ist. Ja, da haben wir also vorgestern nach Handelsschluss hier das nächste Short Setup im Markt gehabt. Wer beim Seminar war, weiß, wie das gehandelt wird, wenn man sich an die Strategie hält. Da müsste jetzt dann also entsprechend auch schon eine Position eröffnet sein. Die nächste Variante wäre hier ein Ausbruch zur Unterseite zu nehmen, und zwar wenn wir unter diese Trendlinie brechen. Ja. Das wäre dann so das etwas diskretionärere Setup. Ja, das läuft hier jetzt im Moment auch zusammen sehr, sehr schön mit dem Schnitt vom CCI im 100er Bereich. Ja, da haben wir also hier einen Trend gehabt, der jetzt anscheinend hier bricht. Wir gehen hier auch wieder unter die Tiefs. Das ist also ein ganz, ganz interessantes Grundsetup, wie ich finde. Das ist die Trading-Chance Nummer 1 dieser Woche. Als
Trading Chance 2 habe ich drin im Newsletter, den Nasdaq. Und zwar habe ich hier drin gezeigt, dass On Balance Volume, das steht bei mir im Newsletter unter Akkumulation. Ja, das zeigt immer so ein bisschen, wie die Marktteilnehmer hier ihre Positionen akkumulieren. Und das, was hier jetzt wichtig ist im Nasdaq, ist zum einen, wir sind deutlich über das Zweidrittel Retracement schon rausgegangen. Ja, wir haben also auch diesen wichtigen 61,8er FIP Retracement Bereich, an dem der S&P ja noch dranhängt. Den haben wir im Nasdaq hier schon Mitte April, am 14. April haben wir den schon überwunden. Da sieht man, wie extrem stark dieser Index ist. Und das ist also der Index, den man long sein sollte momentan. Und wir sehen also hier über dieses On-Balance Volume, das ist ein bisschen fummelig hier im Agena Trader zu benutzen, aber es zeigt das, was es zeigen soll. Ja, wir sind hier also schon, bevor wir hier im Preis über das letzte Hoch drüber gelaufen sind, sind wir im On-Balance Volume schon 2 Tage vorher über dieses letzte Hoch drüber gelaufen und sind auch über das Hoch davor schon drüber. Das spricht für eine weitere Stärke im Markt. Ja, das zeigt, wie stark die Käufe hier sind, die hier reinkommen. Und es spricht alles dafür, dass wir jetzt hier richtig gute Karten haben, bis in diesen nächsten Widerstandsbereich hier reinzulaufen. Dieser ganz starke, harte Widerstandsbereich hier, der einmal gehalten hat an der Stelle und dann hier auch nochmal umkämpft war, der ist jetzt endgültig nach oben rausgenommen. Der ist endgültig nach oben rausgenommen worden. Ja, so. Und der nächste, der jetzt hier interessant wird für uns, der liegt tatsächlich erst hier oben. Na, das ist ja immer wieder das Gleiche. Wir haben das ganz, ganz häufig jetzt hier schon gesagt. Wenn die Bewegungen wie hier sehr dynamisch nach unten laufen, haben wir auch gute Chancen, dass die dann in der gleichen Spanne wieder sehr dynamisch nach oben laufen. Jetzt sehen wir hier von Ende Februar bis, vom 20. so bis 27. Februar hier eine sehr dynamische Abwärtsbewegung. Wir sind innerhalb von ein paar Tagen hier extrem weit runtergekommen. Und da haben wir eben eine gute Chance, dass wir jetzt, wenn wir dieses Hoch hier überschritten haben, und das ist am Freitag passiert, auch sehr dynamisch innerhalb von 3, 4, 5 Handelstagen hier wieder zurücklaufen. Ja, deswegen finde ich im Moment den Nasdaq hier so sehr interessant, um den zu kaufen. Man müsste jetzt einfach schauen, wie das Ding am Montag eröffnet, ob wir einen Downgap sehen, ob vielleicht schlechte Nachrichten wiederkommen übers Wochenende und wir sehen einen Downgap und gappen hier vielleicht nochmal auf dieses alte Hoch. Das würde mich gar nicht weiter stören. Das fände ich sogar ganz interessant im Sinne vom Chance-Risiko-Verhältnis. Oder ob das Ding hier einfach stark bleibt und man dann in einer kleineren Zeitebene sehen müsste, dass man hier in die Position noch irgendwie reinkommt. Ja. Okay. Ja, Andreas, der Andreas schreibt hier gerade, ich traue dieser Rallye nicht und bin da sehr vorsichtig mit Long. Geht mir ähnlich, ja. Also es geht mir wirklich ähnlich. Ich war ja auch lange, lange der große Vertreter hier von der Sparte der Bärenmarkt-Rallies. Und anscheinend straft der Markt mich hier Lügen. Es ist einfach eine ganz saubere, ganz klare Trendbewegung. Und wenn wir irgendwas gelernt haben über die letzten 10 Jahre, dann sollte das sein, dass diese Trends doch deutlich weiter laufen können, als wir alle uns das vorstellen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt auch wieder so eine Situation, diese starken Abverkäufe da in den März rein. Das war eine Situation, die mich dazu gebracht hat, in den größeren Retracements, ja, als wir dann im S&P hier in den Bereich dieser Tiefs gelaufen sind, doch auch für meine langfristigen Depots nochmal Short-Absicherungen aufzubauen, weil ich einfach die ganze Zeit mit so einem Second-Down-Leg gerechnet habe, ja, dass dieser Abverkauf hier nicht auf einem Bein stehen bleibt, sondern wir nochmal das Tief testen und vielleicht sogar nochmal drunter gehen.
Und ich musste alle Short-Absicherungen tatsächlich im Verlust wieder auflösen. Die haben mich also jetzt ein bisschen Performance auf meinem Langfristdepot gekostet. Aber das ist halt so, ja, Versicherungen kosten Geld. Das ist bei einem Einfamilienhaus nicht anders als bei einem Aktiendepot. Versicherungen kosten nun mal Geld. Und mir sind aber die Absicherungspositionen hier alle um die Ohren geflogen. Und ich habe jetzt seit 10 Tagen ungefähr auch in den kurzfristigen Depots wieder fast alles in die Long-Richtung aufgestellt. Ich habe einige wenige Kandidaten noch, die eben sowieso extrem schwach sind, wie zum Beispiel eine Altria oder eine Boeing, die wirklich extrem schwach sind. Die greife ich noch auf der Short-Seite an. Aber ansonsten macht es im Moment absolut Sinn, sich starke Marktteilnehmer zu suchen, sich starke Einzelaktien zu suchen und die auf der Long-Seite zu nehmen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Freund, der jetzt hier unbedingt die Indizes traden muss, weil wir in den Indizes eben auch die ganzen Werte drin haben, die ja wirklich deutlich underfire waren. Aber wenn man sich anschaut, wie eine Carnival Corporation oder eine Royal Caribbean Cruise Line oder eine Lufthansa, oder die Autowerte, ja, wie weit die schon abverkauft worden sind, was da alles an negativ schon eingepreist ist. Boah, selbst die Dinger hätten jetzt eine Chance, mal ein bisschen den Rebound zu zeigen. Und das würde natürlich insgesamt das positive Marktumfeld noch weiter unterstützen. Ja, und von daher bin ich hier im Moment wirklich trendfolgend unterwegs, bis wir hier oben wieder angekommen sind. Ja. Okay. Gut. So, On-Balance Volume erklären, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Das schreibe ich mir hier auch gleich mal auf. Vielleicht schaffen wir das auch dann am Montag noch, dass wir uns am Montag mal diese Gold Relations anschauen und meinetwegen das On-Balance, ja, dass wir da noch mal ein bisschen genauer einen Blick drauf werfen, weil es wirklich ein geiles Tool ist. Es ist wirklich ein toller Indikator, den man ganz, ganz toll benutzen kann zur Verifizierung seiner Setups. Und dann machen wir da vielleicht mal ein bisschen ein Themenwebinar draus am Montag am Montag in einer Woche und machen ein bisschen weniger Marktanalysen. Okay, so als letztes habe ich im Newsletter noch hier die United Health Aktie als Stock of the Week. Ja, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, gucken wir mal ein bisschen auf die Indikatorstrukturen. Wir haben also den Wochenchart, ja, wenn wir uns den anschauen, vom Trendindikator her wieder ganz klar positiv. Ja, und was hier eben auffällig ist auf dem Weekly, ist, dass dieser ganze harte Abverkauf, und wenn wir uns anschauen, wie weit der gelaufen ist, wir sind von $307 in der Aktie hier runtergelaufen auf $188, 39% Abwärtsbewegung. Und es hat gerade dazu gereicht, diesen Trendindikator hier für eine einzige Woche ins Negative zu drehen. Und sofort mit der Wechselwoche, eine Woche später, waren wir hier wieder long ausgerichtet und das Ding war wieder ready to buy. Und da konnte man hier den nächsten Ausbruch bei 258, 59 hier schon wieder auf der Long-Seite nehmen. Ja. Und wer das nicht gemacht hat, na, wer diese extremen V-Bewegungen hier nicht traden wollte, der hat jetzt einfach hier die nächste Möglichkeit. Na, wir haben das ja vorhin schon gesagt, Health und Tech ist das, was im Moment am besten läuft. Ja, das sind auch die Sektoren, die deutlich am wenigsten, auch im Durchschnitt, deutlich am wenigsten verloren haben in der großen Abwärts- oder seit der großen Abwärtsbewegung. Die sind sehr, sehr stark retraced. Und mir gefällt einfach die Grundausrichtung hier in der United Health recht gut. Wenn wir mal auf den Tagescharts gehen, ja, sehen wir auch, hier hat also der Trendindikator auch schon wieder in die Aufwärtsrichtung gedreht. Den haben diese extrem harten Abverkäufe hier natürlich ein bisschen länger im Negativbereich gelassen. Der hat also relativ spät diesmal gedreht. Normalerweise ist der sehr, sehr schnell dabei. So wie hier sehen wir das, ja, kommt ein neues Hoch rein und dann sind wir sofort schon wieder auf der Long-Seite dabei. Hier hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr interessantes Level, an dem wir hier konsolidieren. Die Aktie ist Mitte April hier bis kurz vors Allzeithoch gelaufen. Erstmal ist es ein extrem gutes Zeichen, dass wir direkt vor Beginn der Corona-Panik, na, das war ja hier Ende Februar,
dass wir bis direkt vor Beginn eine extrem starke Aktie hier vor uns hatten, die direkt davor nochmal das All-Time-High gemacht hat. Dann sind wir hier in die Korrektur reingelaufen. Wenn wir uns das ein bisschen auseinanderziehen, ja, dann kann man hier mit etwas Fantasie auch so eine SKS-Formation erkennen, die nicht schön ist, weil die Nackenlinie hier wirklich sehr steil ist. Aber das wäre hier im Prinzip der Ausbruch gewesen aus der Nackenlinie. Aber wie auch immer, das, was im Moment interessant ist, ist, dass wir hier sehr kurz vor den All-Time-Highs in die Konsolidierung reingelaufen sind und die Konsolidierung jetzt hier sehr schön als Dreiecksformation ausgerichtet ist. Ja. Kann natürlich genauso sein, dass wir einen Ausbruch auf der Unterseite sehen. Den würde ich hier nicht beachten wollen. Aber hier auf der Oberseite, wenn wir nach oben rausgehen, na, und wir haben hier auch so ein Doppeltop im Markt drin. Wenn dieses Doppeltop rausgenommen wird und wir gehen über $299 im Kurs, dann ist das ein ganz starkes Zeichen dafür, dass wir auch demnächst dann neue All-Time-Highs sehen und die Aktie die Reise nach oben hier weiter fortsetzt. Ja, finde ich sehr, sehr interessant im Moment, die Chartkonstellation, die wir hier sehen. Und ist eben ganz schön, weil wir hier auch noch auf eine Bestätigung warten und keine Eile haben. Okay. Gut, das war's erstmal soweit hier heute von mir. Wir haben jetzt auch 12 Uhr, das hat soweit ganz gut gepasst. Ich schaue noch mal kurz, ob hier bei Facebook Fragen reingekommen sind. Nee, da haben wir keine im Moment. Zumindest nichts, was ich nicht beantwortet habe. Nee, da ist nichts drin. Und ich glaube, hier im Traders, ja, Janet. United hat langfristig, ja, die haben wirklich gute Fundamentaldaten. Ja, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Seeking Alpha bietet sich da an, da kann man schön nach Fundamentaldaten suchen, wenn man ein bisschen Englisch kann. Oder ansonsten gibt es auch eine schöne kostenlose Seite von TraderFox. Die haben auch einen guten Screener, wo man schöne Auswertungen kriegt, da kann man sich das Ganze mal ein bisschen anschauen. Okay, ich gucke noch mal kurz auf den Kalender. Am Montag ist nichts. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, dass unter Montag nichts steht im Newsletter. Das hängt einfach damit zusammen, dass am Montag wirklich nichts Wichtiges kommt. Ganz, ganz wichtig für alle, die im Bereich Grains und auch so ein bisschen Softs unterwegs sind, also in den Agrarrohstoffen. Am Dienstag kommt um 18 Uhr der Waste-Report. Ja, da ist mit viel Volatilität zu rechnen. Ja, ansonsten haben wir natürlich wieder die Rohöllagerbestände, die sehr, sehr wichtig sein werden. Für die Währungshändler Neuseeland-Dollar am Mittwoch in der Nacht die Zinsentscheidung. Das könnte wichtig werden. Und ansonsten haben wir eigentlich von Seiten der Konjunkturdaten nur ein paar wichtige Daten noch am Freitag. Ja, Einzelhandelsumsätze in den USA, das ist wichtig. Ja, dann haben wir wieder die Uni Michigan, die noch kommt. Und das war es aber eigentlich. Ja, Janet, ob es im S&P runtergeht, gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann müsste ich mich nicht so viel mit dem Risikomanagement beschäftigen. Wie gesagt, für die Long-Seite wäre für mich im Moment der Nasdaq ein bisschen interessanter, aber insgesamt sieht das Ganze auch im S&P hier momentan so aus, dass wir hier relativ deutlich aufwärts gerichtet sind. Das, was für mich jetzt ganz interessant wird hier, ist diese Trendlinie. Das ist das nächste entscheidende Level hier unten, das Tief vom Donnerstag. Wenn in der nächsten Woche das Tief vom Donnerstag hier rausgenommen wird, dann könnten wir hier gute Chancen kriegen, auf der Abwärtsseite eben diese berühmte 2600, knapp über 2600 hier nochmal zu testen. Ja, wir hatten uns das ja gerade angeschaut auf dem Wochenchart. Wenn wir hier in den Weekly reingehen. So, das große Bild. Ja, wir haben hier diese lange alte Aufwärtstrendlinie, wo ich ja auch gesagt habe, wenn wir nochmal die Schwäche in den Markt reinkommen sehen. Ich nehme gerade mal die Zeichnungen hier raus. Wenn wir die Schwäche in den Markt reinkommen sehen, dann wäre das eine Möglichkeit, dass wir diese Trendlinie hier nochmal testen, sukzessive
diesen Kaufbereich hier. Ja, das ist der große Kaufbereich im Wochenchart. Da ging es hier 3 Wochen, 4 Wochen in dieser Zone, in diesem Bereich seitwärts. Und wenn wir hier nochmal runterkommen, haben wir eine gute Chance, diesen Bereich hier von oben gegen zu testen. Ja, also 2630. Ist aber auf gar keinen Fall irgendwas, was ich direkt jetzt hier in die steigenden Kurse rein antizipieren wollen würde und hier irgendwo jetzt Short-Positionen aufbauen. Da würde ich mich tatsächlich am Tageschart orientieren und solange wie der Tageschart aufwärts gerichtet ist, bin ich hier auch auf der Long-Seite unterwegs. Ja. Okay. Ja, der Gilbert schreibt hier gerade klar, über einen End-of-Day-Screener vom oder über diesen Scanner vom Agena Trader findet man die Fundamentals auch gut. Ja, Gilbert, vielleicht wäre das tatsächlich mal eine gute Idee, ja, dazu mal ein Webinar zu machen. Oder es gibt sogar eins. Prima, dann hau doch einfach mal hier in den Chat im Traders Yard den Link dazu. Und dann könnt ihr euch das auch alles nochmal anschauen. Ja, bietet sich natürlich immer an, alles nach Möglichkeit aus einer Hand in einer Plattform zu haben. Es gibt auch ein sehr schönes Fundamental-Add-on, was gerade in der Entwicklung ist. Da würde ich euch auch nochmal informieren, wenn das fertig ist. Da sitzt ein Programmierer gerade dran und macht, soweit ich das gesehen habe, bisher da ein ganz, ganz tolles Add-on für Aktieninvestoren, für die fundamentale Seite. Das können wir uns dann auch mal anschauen, wenn das raus ist. Ja. Okay. So, das war es dann jetzt aber tatsächlich endgültig von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage dann bis übernächste Woche, glaube ich. Obwohl, nein, nächste Woche am Dienstag ist noch ein ganz interessantes Webinar zu einer Intraday-DAX-Strategie. Das findet ihr auch auf dem Traders Yard. Da könnt ihr einfach mal unter den kommenden Terminen schauen. Wer also den DAX Intraday handelt, ja, dann ist am Dienstag um 10 Uhr ein ganz interessantes Webinar zu dem Bereich von mir. Okay, bis dahin, euch ein schönes Wochenende und bye bye.